Ups. Ja, dann nehmen wir das ab jetzt auch auf. Ist ja noch nichts passiert. Ja, wenn man Sonderwünsche hat mit Aufnahme zwischendurch, weil das ja, und Programm... Ja, wir sind halt technisch einfach... Wir sind noch nicht da. Wir sind noch nicht ganz... Oh Gott, was würfelst du denn? Counter Attack hat nichts gebracht. Ja. Das... Dafür würfelt er einfach mal gut. Ja. Das klingt vernünftig. Jo. Da wären die zwei. Da will er ihn nicht ganz hinpushen. Bleibt innerhalb von einem. Klingt vernünftig. Drei Schaden auch noch dafür. Also es sei denn, sie hat kein Tooled Up, aber das doch, das Tooled Up liegt davor den Influence-Tokens. Korrekt. Und nochmal. Wie er einfach jedes Mal drei Hits raushaut dabei, das ist ganz schön krass. Solide 50% auf die 5. Ja, genau. Ja, entweder es klappt oder es klappt nicht, ne? Genau. Und nochmal die ganze Runde. Ja, nee, und das bleibt auch einfach so. Also er würfelt jedes Mal einfach 3 bis 4 Hits. Für mich, Korsett? Ja, genau. Das ist der Ghast. Der Ghast und Skype, genau. Skype, okay. Dann habe ich... Oh, was? Was ist das für ein schlechter Wurf? Nur 2 Hits? Da muss sich aber jemand schämen. Ja. Also wir haben die Aufnahme gerade erst gestartet tatsächlich. Deswegen nochmal für YouTube Deutschland, wenn wir das dann hochladen. Eigentlich ist bisher nicht viel passiert. Die Redcatcher haben gekickt. Am Ende hatte Scalpel irgendwie den Ball. Scalpel ist dann ein kleines bisschen nach vorne gekommen. Piper hat gesagt, kommst du zu mir, komm ich zu dir. Dann ist sie zu ihm gekommen. Bisschen Momentum gefahren und jetzt ist halt im Prinzip die Scalpel-Aktivierung. Ich sag jetzt mal kurz vor Ende der ersten Runde, ja. Genau, jetzt checkt er halt, wie weit Bonesaw käme. Das muss er aber wissen, dass Bonesaw von da aus ein Tor schießen kann. Das weiß er doch. Er muss vielleicht gleiten. Das ist ärgerlich. Dann kann er aber trotzdem, dann kann er nicht das Tor Bonus teilen. Nee, genau. Aber er hat 4 Influence, das heißt, er kann Meditation machen. Dann kann er die Würfel nochmal rerollen. Also. Ah. Jo, Pass kommt von der Ratte. Und dann dodgt er die 4 Zoll nach vorne, genau. Jo. Genau, und Ball liegt bei Bonesaw. Sehr schön. Er hat uns gehört. Er hört mich. Wir beide sind in medialer Maximalverbindung quasi. Ja? Er meint gerade, er benutzt ganz viele verschiedene Würfel. Das sind bestimmt nur die besten Würfel aus den anderen Sets. Ja, genau, er hat sich zu Hause stundenlang hingesetzt. Tagelang und eine halbe Ewigkeit nur auf diese Würfel gewürfelt, um zu gucken, welches die besten sind. Ja, aber das ist doch total unprofessionell. Professionell nimmt man ein Wasserbad, reicht ja genau. Oh, bla, oder nicht im Backofen, ja. Ach du meine Güte, nee, ich bin da mit meinem guten Kumpel, wie sagt er so schön, wer bei Würfelspielen und Guildball im Speziellen und bei Tabletop-Spielen bescheißen will, der ist einfach ein nicht so gut ausgestatteter Typ. Das war schön formuliert, oder? Mikroständer? Ja, Mikroständer. Ja, nee, klar. Hau einfach mal 18 Hits immer raus. Oh, und da ist Piper tot. Oh, das ist ja überraschend. Alle sind ganz schockiert, dass der Piper tot ist. Ah, 2 Punkte. Ja, für den Darkschneider. Ich muss gleich mal zwischendurch mir ein bisschen Energie besorgen. Ja, ich muss gleich mal Pizza holen. Und essen und so. In 5 Minuten. 2 Punkte. Korrekt. Ja, ich habe nicht ganz verstanden. Also ich glaube, ich hätte an Mario Stelle da noch ein bisschen aggressiver den Ghoul Run mit Piper forciert. Ich glaube, das hätte er machen können. Vielleicht hat er es auch aber ausgemessen und ich habe es auch einfach nur nicht gecheckt oder so. Oder du warst gerade nicht da. Das könnte auch sein. Eine Kombination aus all diesen wäre auch möglich. Ja. Ah, da ist jemand nervös. Er zittert. Ja, meine Güte. Er ist live im Internet. Die haben noch nicht genug Alkohol getrunken. Genau, er muss das Gliding anmachen, sonst schafft er das nicht. Meditation, pipapo, hast du nicht gesehen. Steht da, schießt aufs Tor.
Ich glaube, er geht über Deutsch rüber, der Ballpass. Ja, er bonustimet das, genau. Drei Würfel, darf jetzt nochmal neu würfeln. Wegen Meditation. Ja, dann würfel doch die 2 nochmal. Die 2, ja, genau. In einer Rutsche. Oh, kein Screamer, aber Tor trotzdem getroffen. Ja, und dann musst du da weg. Du musst da weg. Weg. Dodge weg. Weg mit dir. 4. Ja, also das kriege ich auch noch so hin, okay, ohne dass du mir hilfst. Gut. Also wenn ich weiß, dass jemand ein Tor gemacht hat. Schuldi. Nein, 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 alles gut. Wir sind ja zum Entertainen hier. Und umso dümmer ich bin, umso schlauer sitzt du. du meinst, ich sollte mit ganz anderen Leuten hier sitzen und kommentieren. Du, da Typ auf der Straße, komm mal mit rein. Sitz dich mit. Was machen die da? Warum ist das Bild bunt? Warum kommen da Bilder aus? Warum bewegen sich die Bilder auf dieser großen Leinwand, die er auf den Tisch gestellt hat? Warum würfelt der mit Feuerwürfeln? Ja, genau. Warum liegen da Feuerwürfel? Nee, das ist ein neues Character-Play. Roll Your Condition heißt das. Was ist ein Character-Play? Dankeschön. Ja, natürlich. Wir müssen das ja... Das sind Fragen, die ich hören will. Nicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das ganze Essen gleich überhaupt in mein Auto kriege. Soll ich vielleicht doch fahren? Nee, immer nicht. Alles gut. Ich habe das ja auf meinen Namen bestellt und so. Du meinst, ja, ich sehe nicht verfressen genug, als ich das ganze Essen kriege? Nee, ich glaube, das Problem tatsächlich, einige haben mir das Geld auch per PayPal gegeben und ja, sonst müsstest du das auslegen und müssen wir das wieder abrechnen. Das ist Quatsch. Ja, er kriegt den Ball raus und ich glaube, das ist dann auch schon tatsächlich die letzte Aktivierung in dieser Runde. Oder hat er noch irgendwen? Nee, das war's. Genau. Das war's. Zeit ist gleich. 4-2. Ja. Ja, ich glaube, also tatsächlich sehe ich keinen anderen Weg für Christoph in dieses Spiel, als dass er da zusieht, ordentlich Tore zu ballern. So, jetzt kommt der Piper oben links wieder, oder? Ja. Also er kommt auf alle Fälle links, das weiß ich ja auch. Nee, also da oben beim Fast Ground, da auf der Ecke kommt der Piper gleich raus. Ja. Kommt er. Komm, ich dachte, es ist schon mal beeindruckend, dass ich weiß, dass er links kommt. Gut, Flo verlässt mich. Das heißt, sinnvolle Fragen könnt ihr euch sparen. Und auch welche Figur was ist, wird nur semi-korrekt beantwortet. Okay. Die ersten Karten sind gelegt. Gameplan-Cards. Wir können natürlich nicht erkennen, was es ist und wer die Inni hat. Anscheinend hat Mario die Inni. Drei für Moonsaw. Will er gucken, ob er an den Ball kommt mit Bonsor in der ersten Aktivierung? So, da ich da nicht so ganz den Plan habe. Auf alle Fälle plant er, dass er mit Bonsor an den Ball rankommt. Und dann von da aus gleich in der Aktivierung ein Tor schießt. Ich muss gestehen, ich habe keine Idee, wie das gehen soll. Aber das wundert auch, glaube ich, keinen. Okay, mit Stamina macht er einen, bei seiner Aktivierung darf er einen Jog machen.
Das sind 5 Zoll. Und kann danach nochmal seine normale Bewegung machen. Da er über gegnerische Modelle hinweg, also über die Base wegkommt, kommt er daran vorbei, geht jetzt in Snap-in-Range zum Ball, snappt sich den Ball, wird dann wahrscheinlich auf Gast eine Attacke machen, um einen Influence zu kriegen, ein Momentum zu kriegen, um dann das Tor zu schießen. Gegebenenfalls sieht es sogar so aus, als würde er chargen. 4 Erfolge. Mit Ronzer. Ich hole jetzt mal Manjale. Ja. Lass dich hier alleine. Ja, ich bin schon. In dem Spiel bist du drin. Nee, kein Stück. Aber wir kriegen das irgendwie hin. Bis später gleich. Bis gleich. So. Ich muss aber nochmal auf die Karten gucken. Gucken, wie er jetzt das Tor hinkriegt. Beziehungsweise, wieso Skalk da irgendwie rangekommen ist. Oder habe ich verpasst und er hat das Tor daneben geschossen? Loki, was meinst du genau? Ich habe noch keine Ahnung und Flo ist weg. Was kostet 2? Ich mach mal ganz kurz die Tür zu. Es ist ein bisschen ruhiger, denn das ist ein bisschen einfacher für mich. So, sorry. Jetzt die Tür zu, jetzt kann ich mich ein bisschen besser die Spieler verstehen. Okay, ich glaube, ich werde gleich mal loslaufen, weil ich mir gerade nicht sicher bin, ob das Tor geklappt hat. Bin gleich wieder da, ich kann nämlich keinen fragen. So, da ist die Information. Ja, er hat das zweite Tor gemacht mit Bonesaw. Dann werde ich mal ganz kurz den Spielestand erhöhen auf 8. Gut, willkommen an die neuen Zuschauer. Der Experte ist gerade nicht da, er holt das Essen. Und ich muss jetzt einmal ins Spiel reinkommen. Fragen also wieder so in einer halben Stunde. Das müsste auf Bonesaw gehen, die 2 Schaden.
So, er misst da, was Graves machen könnte. Das was Piper? Es müsste Piper sein, weil den hat er ja gerade erst reingebracht. Okay, erstmal bewegen sich die Ratten. Squeak auf dem Weg Richtung Piper. Zeitmäßig sind sie gleich auf aktuell noch. Für jeden noch eine knappe halbe Stunde zu spielen. Da geht noch einiges. So, da kriege ich wieder Bonesaw ins Gesicht. Ich kann euch gerade leider nicht sagen, nur von wem. Okay, er hat er wahrscheinlich ausgemessen, dass Scalpel nicht an Pilage rankommt. In 10 Zoll. Oder 8 Zoll plus die 2 Zoll. Ne, 1 Zoll Mini. Scalpel war da. 9 Zoll plus 1 Zoll Mini. Wären die 10 Zoll. Todeszone. Aus der er versucht natürlich draußen zu bleiben. Ob ich das richtig verstehe. Wenn ich irgendwie Quatsch erzähle und ihr es besser wisst, schreibt mal kurz in den Chat rein, ich gucke immer mal zwischendurch rauf, dann kann ich das verbessern. Pilage zu Piper. Und da hinten geht's weiter auf Scalpel, auf Bonesaw. Ich kann leider nicht ganz genau erkennen, wer. Ui, da sind aber viele Einsen diesmal bei. So viel zu den 50% Hitschancen. Das waren gerade 5 Einsen. Nett. Damit ist Bonesaw raus. 2 Punkte für Dark Schneider dazu. Das werden wir gleich eintragen. So, 13 Zuschauer. Vielleicht knacken wir heute ja nochmal 15 oder 16. Das wäre schön. Lasst auch gerne einen Follower da. Wir werden vermutlich in nächster Zeit, nee, nächster Zeit nicht, aber im Januar ist ein Turnier wieder. Wer sich noch nicht angemeldet hat, kann es gerne machen und wir werden auch wieder streamen. Dann hoffe ich mit einer besseren Bildqualität. Wir haben vorhin in der kurzen Pause zwischen Runde 2 und 3 schon mal ein paar Ideen gesammelt, wie wir es lösen können. Da ist gerade nicht viel passiert. Piper geht in Richtung Fast Round. Ja.
Was hat er dann vor? Wahrscheinlich wieder sein Come to Me oder wie auch immer dieses wunderschöne Teil heißt. Was er vorhin schon die ganze Zeit gemacht hat. Okay, anscheinend nutzt er nur ich habe keinen Plan, was da gerade passiert. Das Einzige, was ich sagen kann, ist, dass das auf Gas geht. Nee, selbst das stimmt nicht. Skype ist da gerade betroffen. Schneider countert mit Bonus-Time. Gar nichts. Zwei Netto-Hits und einen Push. Will er ihn vom Feld pushen, den Skype. Okay, nicht vom Feld, aber auf alle Fälle ein Stück weg. 14 Zuschauer, ich freue mich. Willkommen. Bleibt auf alle Fälle dran. Nachher kommt wieder die geballte Kompetenz desjenigen, der nicht nur die Karten lesen muss, sondern sie geschrieben hat. Nein, Flo ist gleich wieder da mit dem Essen. Und dann könnt ihr auch wieder Fragen stellen oder es wird ein bisschen sinnvoller kommentiert. Bin mir gerade unsicher, was er vorhat. Warum er da den er will irgendwie die Reichweite von Scorch haben. Schneider moved mit Scalpel an Piper ran. Piper, ich weiß nicht, ob er ihn geheilt hat zwischendurch. Wird dann irgendwie so 7 oder 13 7 oder 11 Hitpoints haben. Das wäre natürlich nochmal interessant zu wissen. 2 Netto Hits. 2 Schaden auf Piper. So wie es gerade aussah, hat er ihn geheilt. Das heißt, Piper hat noch 9. Das sieht nach 2 aus. Wieder 2 Schaden, wie wir gehört haben, auf 7 runter. Das sieht so aus, als hätte er noch 4 insgesamt. Das heißt, wenn er so weitermacht, müsste er Piper rausnehmen. Das sind jetzt sogar 4. Ich habe es gerade nicht ganz genau gehört, aber müssten wahrscheinlich wieder 2 Schaden gewesen sein. Schaden. Okay. Entweder habe ich eine alte Scalpel-Karte oder da war noch irgendwas drauf, was ich nicht auf der Reihe habe. Ich check das mal ganz kurz. Ich habe ja noch dieses wunderschöne Guild Ball
Guild Ball App. Wahrscheinlich ist da noch irgendwie Tool Up oder ähnliches drauf. Und beim Gucken mit der App habe ich natürlich verpasst, dass Piper raus ist. Das heißt, Dark Schneider steht jetzt auf 6 Punkte. Acht Momentum zu 5 Momentum. Und steht 8 zu 6 noch für Mr. Mario. Wenn das Essen da ist, werden wir wahrscheinlich eine kleine Pause machen. Und dann werden wir alle wunderbar die bestellten Gerichte verdrücken. Mario ist sich sicher, was er spielt. Dark Schneider noch nicht. Ja, wir haben immer mal wieder Probleme mit der Leitung. Wird sich zunächst mal ändern, da haben wir ein paar Lösungsideen für. Ich weiß gar nicht, ist dann auch der Sound von mir weg, wenn das Bild sich weghängt, oder ist dann nur das Bild, was kurz steht? Wenn ihr mir da mal eine kurze Rückmeldung geben könntet, wäre es ganz nett. Also ich bin auch noch zu hören, Chris, wunderbar. Das ist ja wenigstens dann etwas. Zwar nicht schön, aber schade wäre ja, wenn der ganze Stream dann stehen bleiben würde. Hallo Chris. Warum spielst du nicht mit? Zu spät angemeldet? Oder auf den Sonntag zu früh gestartet? So, Piper kommt wieder oben links. Nee. Bonesaw kommt oben links rein. Piper ist schon oben links reingekommen. Okay, Piper ist doch unten reingekommen. Das sah nach 2 aus, oder 3 für Scorch. Bonesaw hat auch wieder so 2 bekommen. 6 für Piper. Und es wird da gerade gemessen. Und Pilage kriegt nochmal, ich vermute mal 2 waren es. Da konnte ich leider nicht ganz so gut erkennen, wer was bekommen hat. Es sieht so aus, als hätte... Okay,
Gable wird wahrscheinlich 6 bekommen haben. 3 auf Gast. Einer. Das Gravestone. Müsste eigentlich sein. Piper fängt an. Vermutlich. Nee, doch nicht. Scorch soll beginnen. 16. Was ist der Plan jetzt? Scorch geht ran, hat 2 Influence. Piper kriegt einen Knockdown. Der Knockdown gewesen sein. Im Moment ist 2 Schaden, die Scorch gerade verteilt hat. So, Gas geht auch auf 2 ran. Das sind 4 Hits. Dann nimmt er 2 Schaden. Also entweder 2 Schaden Knockdown oder Momentus Knockdown. 2 Schaden. Das waren die 2 Schaden. Ja, da unten fallen jetzt bei Dark Schneider die Würfel doch wieder einigermaßen vernünftig. Lars möchte ans Gable ran, so wie es aussieht. Macht in jedem Fall Verteidigungshaltung. Und zwar so, dass ans Gable dran ist, aber nicht an Skype. Das haben sie ja gerade gemessen, wenn ich das richtig überschaue. Sonst fragst du nicht, ne?
Gable wird jetzt Pillage mal beglücken. Ist für Bewegung aufgestanden, wenn ich das gerade richtig gedeutet habe. Drei Hits. Aktuell für Mario. Okay. Wie kann Scalpel 2 Schaden und Dodge machen? Wenn sie Tooled up ist. Okay. Oder da hinten. Ah, nee, da haben sie 2 Schaden und Dodge. Das kann ich auch anders. Ja, danke dir. Hab ich übersehen. So. Gut, dann hat er sie gerade, weil sie Schaden gemacht hat, mit dem Skill Voodoo String, kann sie ein Modell wählen, was einen Push macht. Das war dann in dem Falle Skalk, der noch rangepusht ist, um in Rage zu kommen, würde ich vermuten. Die war auch nicht spektakulär. Fünf Schaden. Okay. Ja, ich bin gerade so leise, weil ich versuche selber zu hören, was da gerade passiert. So, eine Attacke noch. Vier, wenn ich das gerade richtig verstanden habe. Ich gehe davon aus, er hat das genau getimed, dass wenn er vernünftig wirft, dass Pillage jetzt rausgeht. Nee, war nur 2 Schaden. Ich würde sagen, den Turnschuhen zu urteilen, steht der Eisen noch nebenbei. Der vermutlich schon. Der war ja gerade da und hat gefragt, ob ich Ergebnisse eintragen kann. Da ich das nicht kann, wird er schon durch sein. Also nicht, weil ich es erst durch, weil ich es nicht kann, sondern weil er gefragt hat wegen Ergebnisse eintragen.
Ich schaue mal parallel ganz kurz, ob ich weiß, gegen wen er gespielt hat. Dritte Runde gegen den Gnorz. Jan Stubbe aus Hamburg oder so. Stubben. Gegen die Union, wenn das stimmt. Hast du es an dir da? Okay. Der Ball liegt auf Birch. Da ist Graves gerade losgegangen und kann wahrscheinlich irgendwie Birch mitnehmen. Oder Birch folgt ihm automatisch. Der Mann mit der Pizza ist immer noch nicht da. Oder ich erzähle gerade ganz viel Müll. Also wahrscheinlich erzähle ich sowieso die ganze Zeit viel Müll, aber... Ich hoffe, das ist nicht so schlimm. Ihr habt ja das Bild und könnt euch selber auch eine Meinung bilden. Zwei Schaden auf Pilage. Moment ist drei. Hast du recht? Zwei Schaden? Drei Schaden? Dann hatte Pilage doch noch viel mehr als ich dachte. Entschuldigung. Pilar schläft immer noch. Das freut Mario auf alle Fälle. So, jetzt ist Piper dran. Wie kann Piper jetzt ein Tor schießen, ist glaube ich die große Frage. Kann er überhaupt ein Tor schießen? Jetzt einfach nur nach vorne gegangen oder passiert da gerade was? Du warst auf alle Fälle bei Dark Schneider, der versucht weiterhin den Ball aus der Range zu kriegen, versucht ihn zu verstecken. Ja, wie Flo vorhin schon gesagt hat, Mario versucht voll auf Tore zu gehen und setzt den Schneider dadurch stark unter Druck.
Dirge fliegt mit dem Ball sehr weit weg. Der soll weggehen. Der Bund soll vorbei sein. So, Bonesaw ist nochmal dran. Macht einen 2 Zoll Dodge, das wird wahrscheinlich über die Gameplan-Karte sein. Das hat Piper vorhin auch gemacht. Ich weiß gar nicht, ob das. Also irgendwie gibt es eine Karte, wenn man 8 Zoll am Rand ist, dass man irgendwie dodgen kann. Das wird dann wahrscheinlich 2 Zoll sein. Wenn ich jetzt Karten hätte, könnte ich das nochmal nachgucken. Habe ich nicht. Und es reicht nicht, für Bonesaw ranzukommen. Das sagte Mario vorhin auch, war das Problem bei dem einen Spiel, oder beim Spiel hier vor, dass er gerne mit Bonesaw rangekommen wäre, aber es fehlten irgendwie nur so ein paar Mühe. Dann hätte er den Gegner von der Platte gekippt. Habe sich langsam Richtung Ball. Müsste, wenn ich das richtig sehe, noch einen Influence haben. Ja, so nicht. Eine 6 und 4 Einsen ist irgendwie nicht so wirklich erfolgreich. So, zweite Runde zu Ende. Oder dritte? Dritte. Wir starten in die vierte Runde. Und der gute Flo ist immer noch nicht mit dem Essen da. Und wir haben ziemlich konstant immer über 10 Zuschauer. Das freut mich. Dark Schneider fängt an. Es steht aktuell, wenn ich das richtig mitgecheckt habe, 8-6, weil er Pilage nicht rausnehmen konnte. Ah, ich vermute mal, dass... Nee, das funktioniert nicht. Ich vermute nichts, weil kein Plan. Setz dich dazu, kannst mitlabern. Ich habe ja keine Ahnung. Ich versuche immer noch so nebenbei auch die Figuren rauszufinden. Ach so. Genau. Also aktuell, wenn ich mich nicht verzählt habe, steht es 8-6 immer noch für Mario. Okay. Dark Schneider hat den Ball auf Digger ganz oben rechts in der Ecke. Dirge. Dirge, genau, nicht Digger. Digger ist aber auch ein Maskottchen. Auf Dirge in der Ecke versteckt. Und Dark Schneider hat gerade eine eine Scalpel-Aktivierung und so, mit der er nicht Pilage rausgekriegt. Okay. Dann gewinnt Mario doch jetzt wahrscheinlich, weil er mit Bonesaw das Tor machen kann. Das ist die Vermutung. Er hatte gerade auch schon gemessen. Ach so, es geht jetzt erst los. Diese Runde geht jetzt erst los. Okay. Okay, dann. Piper steht aber auch unten noch bereit. Ist, glaube ich, wichtig, dass er jetzt Bonesaw wegkriegt. Hat Bonesaw das Single Out gekriegt? Kann ich dir nicht genau sagen.
Müssten wir eigentlich gleich, wenn das Bild wieder besser wird, hoffe ich, sehen. Sieht so aus. Hast du den Lebenspunktestand von Boneshaw? Nee, leider nicht. Okay. Also sieht aber so aus, als ob der schon verwundet wäre. Ja. Ja, er hat auch gerade in der Mitte markiert, dann fällt der wohl. Ist ärgerlich. Ja, eben, da war es Stadtslauf daneben, da hatte, ich glaube, eine 6 und 4 Einsen oder so Mario gewürfelt. Ja, ich glaube, das reicht für... Wenn du so fragst, Lokribi, dann weißt du, wer es ist. Das ist der nette Eisi, der mir gerade hilft mit Fachwissen. Also mehr Fachwissen auf alle Fälle wie ich. Wie ist deine letzte Runde gerade ausgegangen? Ich habe 12-4 gewonnen. 12-4. Gegen Farmer, meine ich. Nee, gegen Union. Achso, gegen Union. Gegen Jan. Okay. Ja, das sieht so aus, als ob Boneshaw hier stirbt. Dann wäre es ein Ausgleich zum 8-8. Okay, Piper ist in einer bescheidenen Position. Wen hat er denn noch? Da ist der Dicke, der macht nicht so viel mit dem Ball. Oh, Scotch ist auch tot. Oh! Das ändern wir gleich mal. Oh, das wäre bitter. Zwei Takeouts mit der ersten Aktivierung. Da kannst du dich nicht von erholen, glaube ich. Oh, da geht Bones zwar auf. Da rollen die Würfel gleich wieder gut. Jetzt wird's eng. Ja, ich glaube, das ist schon nicht mehr eng, was es wird gerade. Was ist jetzt eigentlich nur noch gut runterspielen? Pilage müsste ja auch schon fast down sein, so oft wie sie vorhin gefressen hat. Na, das Problem für Mario ist jetzt, dass er mit einem Takeout hinten liegt. Das heißt, er kann keinen mehr committen, reinstellen. Ja. Und dann darauf hoffen, dass ihm nichts passiert. Der wird dann ja irgendwie totgehauen. Das ist halt schwierig, weil der Piper ist jetzt auch nicht der Typ, der so richtig viel dodgen kann. Schwierig, wenn er jetzt den Ball irgendwie gut saved. Was derzeitig so von der Entfernung her, da hast du mehr Erfahrung, glaube ich, aber ganz gut aussieht, dass Piper nicht an Dirge rankommt. Nein, das wird nicht reichen. Der Graves gehört den Morticians, ne? Ja. Okay, er könnte natürlich die Flöte auf den Graves machen. Wobei beide haben Graves. Aber das sieht aus wie der normale Graves und die Farmer haben ja Veteran Graves. Genau. Nicht die Farmer, du meinst die Redcatchers. Ah, hier ist der serienmäßige Kommentator wieder. Was hattest du? Eine Pizza. Ja, was war mit ein? Haar. Mit Ananas. Hawaii. Ja, Essen ist gerade gekommen. Ich weiß nicht, ob wir dann eine große Pause machen oder ob die Leute dann weiterspielen. Okay. Dann sieht das wohl sehr schlecht aus. Wobei, wir haben das vorhin auch schon gesagt und dann hat Mario das irgendwie doch noch geregelt, weil sein Gegenspieler nicht optimal gespielt hat. Machen wir eine Pause gleich oder essen? Wir können also die essen jetzt alle schon. Ja. Die anderen Spiele noch durch, die sind glaube ich auch alle fast durch. Wie viel steht's hier? 8-10. Okay. Dark Schneider hat gerade in der Aktivierung zwei Takeouts in der ersten Aktivierung der vierten Runde gemacht. Autsch. Ja. That hurts. Genau. Ich werde mal ganz kurz meine Pizza schneiden gehen. Ich hab dir. Ach, du hast mir Besteck mitgebracht. Klar. Hier irgendwie ist. Ja, klar. Klar. Geil. Wir können. Da kann ich nämlich das Spiel sehen und essen. Ja! Und noch Shit-Talken mit euch.
Ja. Ist das geil? Das heißt, ihr könnt Shit talken, ich kann Pizza essen. Ja, oder so. Was passiert hier jetzt? Also Mario hat gerade zwei Figuren verloren in einer Scapel-Aktivierung. Genau. Dafür hat er in der Runde davor bei der Scapel-Aktivierung keinen rausgekriegt. Na gut, okay. Übrigens, wir sind nicht unhöflich, wenn wir im Stream schmatzen. Das ist in anderen Ländern voll okay. Das ist auch in Deutschland voll okay. Ja, für mich sowieso, aber... Ich glaube, das Problem ist, dass Pelage jetzt mit... Ich weiß nicht, wem gehört der Skalk? Ist es Skalk? Hm? Skalk gehört dem Darkschneider. Oh, das ist hier doppelt crowded. Macht's halt nicht viel, ne? Nee, vor allem kriegt die halt auch auf die Nase. Aber wenn wir Guild Ball spielen, Guild Ball Spiele kommentieren, Geld verdienen würde, ne? Bombe, dann wäre das dein Job. Ja, du willst auch mitmachen. Oh, das war's. Krasser Scheiß. Ist vorbei? Ja. Nee. Haben sich gerade die Hand gegeben. Echt? Habe ich verpasst? Aber ich weiß nicht, wer gewonnen hat. Ja. Ich sehe kein Tor. Dann muss ja Christoph verloren haben, oder nicht? Korrekt. Aber wie hat er denn jetzt den dritten Take-Off gemacht? Ja, okay, ich weiß nicht, wie viel Leben die gute Dame und Herren so hatten. Pilage hatte? Mhm. Fast nichts mehr. Also wir müssten auf jeden Fall an so einer professionellen Kommentatorenkarriere noch arbeiten, weil so wie wenn ich Fußball gucke, wenn die das Tor machen, schaue ich auch immer weg.